Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen. Beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 1. Oktober fand im Café Kralle im Berliner Wedding eine Infoveranstaltung zur Gefangenengewerkschaft statt. An dem vom Händeweg vom Wedding-Bündnis organisierten Abend wurde über gut ein Jahr Bestehen der Organisation von inhaftierten ArbeiterInnen und Verbündeten resümiert. Ihr hört im Folgenden den etwa einstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Ich wurde 2007 inhaftiert, Hintergrund vermeintliche tatsächliche Mitgliedschaft in der militanten Gruppe MG, eines militanten clandestinen Zusammenhangs, der von 2001 bis 2009 existierte, zum Teil über das Publizieren und auch das aktionsmäßige Begleiten eine gewisse Relevanz vielleicht hatte in der radikalen Linken. Andere würden es vielleicht bestreiten. Das ist ja dann heute hier nicht das Thema. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich zu 3,5 Jahren verurteilt wurde nach dem Staatsschutzparagrafen 129, also Mitgliedschaft in einer sogenannten kriminellen Vereinigung. Das ist so vom Strafmaß her nicht sonderlich spektakulär, wenn man das so abgleicht mit den 70er, 80er Jahren. Hat aber zumindest für mich bedeutet, dass ich den Eindruck gewinnen konnte, auch aufgrund meiner diversen Stationen, was Haftanstalten anbelangt, Untersuchungshaft, offener Vollzug, geschlossener Vollzug, dann in Berlin-Tegel, dass ich dann in etwa weiß von dem, was dann hier heute Thema sein wird. Ich bin in den späten 1980er Jahren sozialisiert worden, also zu einem Zeitpunkt, als es noch mehr oder weniger agile, kollektive, politische Aktivistinnen und Aktivisten hinter Gittern gegeben hat. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass mich das doch derart stark geprägt hat, weil ich dann, als ich selbst im geschlossenen Vollzug war, mit einer Situation konfrontiert wurde, wo ich nicht in Ansätzen diese Abziehbildchen, die ich dann so im Kopf hatte, im realen Knastalltag habe wiederfinden können, sondern war mit einer Situation konfrontiert, dass ich de facto mich auf gar nichts organisatorisch innerhalb der Haftanstalten hätte stützen können, sondern dass ich dann als notorisch linksradikaler, inhaftierter Mensch gucken musste, wie ich als politisches Subjekt hinter Gittern für mich ein Auskommen finde. Es gibt zwar durchaus noch vereinzelte Strukturen, gerade über die Rote Hilfe International, die versucht zumindest ein gewisses Kontaktnetz auch im internationalen Rahmen aufrechtzuerhalten. Das ist aber nach dem, was ich dann so feststellen musste in den Haftanstalten, in denen ich war, erstmal keine Organisationsstruktur, die in Anführungszeichen in der Haft massenkompatibel ist. Und da ich außerhalb der Hafttore als Basisgewerkschafter unterwegs bin, zum einen bei den Industrial Workers of the World, bei den Wobblies, der sehr traditionsreichen, klassenkämpferisch orientierten militanten Gewerkschaft, die 1905 in den USA gegründet wurde, sehr frühzeitig sich gegen den weißen männlichen Arbeiterchauvinismus positionierte, People of Color, Frauen waren nicht nur innerhalb der EWW organisiert, sondern haben auch eine zentrale Rolle gespielt. Gleichzeitig bin ich bei der V, bei der Freien Arbeiter-Arbeiterinnen-Union, auch einer sehr traditionsreichen, syndikalistischen Basisgewerkschaft. Und mein Ansatz war zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht so eine gewerkschaftspolitische Idee, die ich draußen versucht habe, praktisch für mich und mit anderen werden zu lassen, auf die Haftverhältnisse zu übertragen. Das war so als Gedankengang schon total ambitioniert, zeigte sich dann in den Korrespondenzen mit Kollegen und Kolleginnen draußen als mehr oder weniger nicht nur wagemutige Projektidee, sondern auch als eine Projektidee, die niemals zur Wirklichkeit werden kann. Das war dann durchaus auch desillusionierend. Ich hatte allerdings zwischenzeitlich den Eindruck, dass es dann auch letztlich ein sehr reales Abbild, A, was ich in der Haft wahrgenommen habe und B, was ich dann selbst auch so an Strukturen draußen seit zweieinhalb Jahrzehnten so kennengelernt habe. Nun habe ich dann in der Haft natürlich diverse Menschen kennengelernt und gesprochen und versucht, in Anführungszeichen zu sondieren, ob es in irgendeiner Form Potenzial gibt von Inhaftierten, die ganz authentisch
aus dem Knast heraus initiativ werden könnten, werden wollen. Im Grunde habe ich da jetzt erstmal nur einen Menschen gefunden und das will ich auch ganz stark betonen. Das ist Mehmet Aykol. Mehmet Aykol ist ein Langzeitinhaftierter, Mindestverbüßungsdauer 22 Jahre, hat von den 22 Jahren jetzt etwa 20 runter. Mensch ohne deutschen Pass, das heißt, dass nach den 22 Jahren plus X die Abschiebung folgt. Ein Mensch, der sich in der Haft fortgebildet hat, Jura studiert hat, abgeschlossen hat den Studiengang und ein, im besten Sinne des Wortes renitenter Gefangener ist seit vielen Jahren. Mit Mehmet hatte ich dann Gelegenheit, in so einen intensiven Austausch zu treten, auch wenn uns jetzt erstmal so politbiografisch, Herkunft, Hintergründe wenig bis gar nichts verbunden hat, gab es dann aber doch ein, zwei zentrale Momente, an denen wir dann in unseren Diskussionen angeschlossen haben. Und zwar einfach an den Überlegungen, gibt es trotz der Fragmentierung, der Fraktionierung der Gefangenschaft, trotz dieser eigentlich nicht zusammenführbaren biografischen Hintergründe, Herkünfte, Konfliktpunkte, Schnittstellen, Kreuzungspunkte, an denen Inhaftierte trotz dieser hochgradig ausdifferenzierten Knastwelt zusammenkommen. Ja, und es gibt diese Punkte. Und die sind? Ich wollte es ein bisschen dynamisch halten. Genau, die Arbeitswelt hinter Gittern, die sprichwörtlich unter Verschluss gehalten wird. Bundesweit sind etwa 65.000 Menschen inhaftiert. Entgegen vielleicht so der öffentlichen Wahrnehmung ist das von der Tendenz her eine abnehmende Zahl von inhaftierten Menschen. Von den 65.000 inhaftierten Menschen, angefangen von U-Haft, sogenannter Maßregelvollzug, Strafhaft, offener Vollzug, befinden sich etwa 40.000 bis 45.000 Menschen in Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, für jeden Inhaftierten, da auch vor dem Hintergrund ja in der überwiegenden Zahl der Bundesländer weiterhin die modifizierte Zwangsarbeit in Form der Arbeitspflicht hinter Gittern gilt, gibt es einen Schnittpunkt, an dem sich die Inhaftierten Tag ein, Tag aus treffen, und zwar in der Werkbank. Allen ist bewusst, das fühlen sie nicht nur, das artikulieren sie auch auf unterschiedliche Art und Weise, dass an den Arbeitsbedingungen was nicht stimmen kann, an dem sogenannten Vergütungssystem was nicht stimmen kann und dass es eigentlich auch nicht stimmig ist, dass man den Knastalltag sich selbst derart verkompliziert, dass man im Grunde diesem staatlich angelegten System des internen Hauen und Stechen folgt, indem man halt auch sich in irgendeiner Form in Klickenstrukturen aufhält, versucht in irgendeiner Form Anführungszeichen Parallelgeschäfte zu organisieren und gar nicht im Blick hat, dass möglicherweise zumindest an bestimmten zentralen Punkten in der Haft sowas Ähnliches wie so ein Zusammenkommen stattfinden kann. Das waren so unsere Ansatzpunkte, zu schauen, ob das eine reale Chance haben kann, die Arbeitswelt in den Fokus zu nehmen, zu gucken, ob sowas Ähnliches wie eine Kollegialität, möglicherweise sogar Solidarisierungseffekte auszulösen sind, wenn man bedenkt, Zwangsarbeit ist scheiße, das Entlohnungssystem bewegt sich knapp oberhalb der Gratismarke, die Werksmeister stehen hinter dir, weil sie haben dafür zu sorgen, dass Pensionsvorgaben, Akkordbedingungen realisiert werden und das 8 Stunden am Tag. Und dass sich da dann in den Menschen was regelrecht anstaut, was eigentlich nur ein Ventil braucht, um sich erstmal zu organisieren, zusammenzufinden und möglicherweise auch wirklich ganz konkret initiativ zu werden. Das war zumindest vor 16 Monaten eine Überlegung und letztlich auch erstmal nicht mehr als eine Hoffnung. Aus diesen zwei Menschen, Mehmet und mir in Tegel, sind aktuell bundesweit 850 geworden. Nicht nur in einer Haftanstalt, sondern knapp 70. Das hat derart viele Folgewirkungen, weil wir haben nicht auf irgendwas ressourcenmäßig zurückgreifen können. Es gab keine Struktur draußen, die das in irgendeiner Form quasi von draußen nach innen getragen hätte und dort publik gemacht hätte, sondern das ist letztlich von zwei Individuen, die sich vorher nicht kannten, die sich draußen vermutlich auch nicht mehr begegnet wären, initiiert worden. Das hat allerdings den Vorteil, dass es eine hochgradig authentische Kiste ist. Also es gibt sozusagen keine Fremdsteuerung von außen, das ist von innen heraus entstanden und entwickelt sich weiterhin von innen fort. Und die Kolleginnen und Kollegen sind auch die Stichwortgeber und wir versuchen das ja im Grunde nur hier zu multiplizieren und als Sprachrohr zu fungieren.
Das klingt jetzt auch so in der Rückschau und so wie das vorgetragen ist, alles viel reibungsloser und glatter und geradliniger, als es letztlich war und jeden Tag ist. Aber um einfach mal, auch wenn es beinahe sprichwörtlich so ein bisschen blendet, aber so einfach auch Zwischenergebnisse zu zeigen, und das lässt sich ja dann unter anderem auch so an Publizität ablesen. In den letzten 2-3 Tagen gab es etwa ein Dutzend Veröffentlichungen zur GGBO, und zwar bundesweit. Und für Inhaftierte, auch entgegen der üblichen Meinung, haben Tageszeitungen eine ziemlich große Bedeutung, und gerade Lokal- und Regionalzeitungen, weil die in den einzelnen Haftanstalten in der Regel kostenlos ausliegen und auch konsumiert werden. Wer welche kannte schon die Nordwestzeitung aus Oldenburg, die ist aber für das westliche Niedersachsen total wichtig. Die Überschrift von vorgestern: Klage über Billiglohninsel, Knast, Gefangene fühlen sich ausgebeutet, Landesregierung widerspricht, klar. Dann einen Tag später, dann doch schon ein sehr, sehr renommiertes Blatt, zwar auch lokal verankert, aber schon mit einer bundesweiten Ausstrahlung, die neue Osnabrücker Zeitung. Gefangene fühlen sich ausgebeutet, Gewerkschaft, damit sind wir gemeint, kritisieren Billiglöhne hinter Gittern, Justizministerium, Doppelpunkt, Häftlinge leisten ihren Beitrag. Darauf werden wir noch zurückkommen auf jeden Fall. Heute, Nürnberger Nachrichten, ganz andere Ecke, eigentlich ein ganz solides sozialdemokratisches Blatt, macht dann heute im Innenteil groß auf: Gefangenengewerkschaft fordert Mindestlohn, für Inhaftierte ist Arbeit Pflicht. Geregelte Tätigkeit soll fit machen für straffreies Leben, doch Rentenansprüche gibt es nicht. Was heißt das? Das heißt, dass wir innerhalb von wenigen Monaten über die auch schon beinahe penetrante Form der Öffentlichkeitsarbeit derart auch bundesweit in die Breite gelangt sind, dass das A nicht mehr möglich ist, dass uns beispielsweise Tageszeitungen ignorieren, sondern im Grunde wird jede Presseveröffentlichung unsererseits in irgendeiner Form registriert. Mitunter ist das schon, dass wir Anrufe bekommen und gefragt wird, habt ihr nicht was Neues? Und darum gebeten wird, so eine Art Exklusivanspruch abzuleiten und ja, der oder die Erste zu sein, die mit der Meldung dann vertraut gemacht wird. Und zum anderen heißt es auch, und das ist natürlich dann der Etappensieg, dass das für den Justizapparat nicht mehr möglich ist und schon seit Monaten nicht mehr möglich ist, auf unsere Tätigkeit nicht zu reagieren, uns zu ignorieren und in irgendeiner Form als Klientelgruppe eines sozialen Milieus abzutun, was so auf der Ranking-Skala vermutlich knapp unterhalb oder knapp oberhalb von Geflüchteten sich befindet. Nee, diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Und das ist auch so ein Moment, was denn dieses ganze Projekt sprichwörtlich auch befeuert, weil, und das ist halt ganz entscheidend, Inhaftierte haben in der Regel wenig bis gar keine sozialen Kontakte und haben in der Regel in ihren biografischen Verläufen wenig bis gar keine sozialen Bindungen, gar Kollektivstrukturversuche kennengelernt. Und jetzt spüren sie, dass sich arme Menschen draußen für sie interessieren, dass es einen Resonanzboden offenbar gibt, dass es Möglichkeiten gibt, Rechte, die Mensch selbst im Knast formuliert hat, die dann nach draußen getragen werden, dass sie zumindest registriert werden müssen, mitunter sogar auch verhandelt werden müssen. Also diese Dekaden sind tatsächlich vorbei, dass A, die bundesrepublikanischen Haftanstalten eine gewerkschaftsfreie Zone sind und die Dekaden sind auch frei, dass inhaftierte Beschäftigte, Beschäftigungslose und generell Gefangene einfach so weiterhin unter sprichwörtlichen Verschlussbedingungen gehalten werden können. Auch das klingt dann in der Summe wieder wie so eine einzige Erfolgsgeschichte und ähnliches mehr. Dahinter steckt eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz kleiner Kreis bundesweit, der sich Tag ein, Tag aus bis zum Anschlag hin aufreibt und versucht, diese Struktur, die täglich wächst, aufrechtzuerhalten. Aber dann gibt es halt auch immer wieder Momente, und das sind dann die tragenden Momente, die die Aktivistinnen und Aktivisten draußen nicht nur weitermachen lassen, sondern versuchen, verstärkt zu agieren. Nämlich dann, wenn dann über Umwege, uns dann ist jetzt nur ein Beispiel von Dutzenden, vermutlich Hunderten, wenn uns dann Inhaftierte schreiben,
Das ist ein Inhaftierter aus Bremervörde in Niedersachsen. Bremervörde ist ein teilprivatisierter Knast. Dahinter steckt einer der größten Baukonzerne, BAM. Das ist so ein niederländischer Baukonzern, der unter anderem auch so in der Knastwirtschaft unterwegs ist, auch einen Knast in der Schweiz hochgezogen hat. Ein weiterer großer Baukonzern, der in diesem Milieu groß unterwegs ist, ist Hochtief beispielsweise, oder Bilfinger Berger. Und der Kollege aus Bremervörde schreibt uns: Ich selber arbeite im Betrieb 3 und kriege Zeitlohn, weil ich nicht einsehe, Akkord zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind so, wir werden ausgebeutet, Ausrufezeichen. Also wenn das, sag ich mal, mit diesem Negativvorsatz bin ich ja dann auch so in die Knäste quasi hineingegangen. Totaler Entpolitisierungsgrad, die Leute sind alle aufgrund auch von vielen BTM-Erfahrungen sprichwörtlich dicht und haben überhaupt keinen Sinn mehr für sich selbst, für Kollegen, für so ein Gefühl von, hier stimmt was nicht. Das ist auf jeden Fall widerlegbar. Und das zeigt sich letztlich auch in unserer Entwicklung. Und der Kollege schreibt dann weiter, auch nur so stichpunkthaft: Das hier ist eine Geldmaschine. Wir haben schon kaum Geld und werden noch ausgebeutet. Viele Gefangene sind psychisch fertig und sind auf Medikamente. 2 haben sich in den letzten 3 Monaten die Arme aufgeschnitten, weil die mit dem Psychoterror nicht klarkommen. Letztes Jahr ist ein Gefangener, Punkt, 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 gestorben und alles wird vertuscht. Hier gelangt nichts nach draußen. Der Anstaltsleiter ist Ex-Staatsanwalt und die Staatsanwaltschaft in XX und das Ministerium in XX schützen ihn. Und so weiter und so fort. Das erreicht uns auch beinahe täglich. Und ich weiß nicht, ich habe da keinen anderen gefühlsmäßigen Zugang, außer dass ich sowas ähnlich wie eine Verpflichtung mitverspüre, dass jene Menschen sich A, selbst organisieren und dass sie draußen Sprachrohr haben. Und das haben sie mit uns. Das ist eigentlich noch so ein Stück weit alles so unter diesem Stichwort so Vorlauf von allem plus dann so aktuelle Momente. Aber jetzt vielleicht nochmal zurückgeblendet, neben dieser Ursprungsidee der Gewerkschaftsinni aus dem Knast heraus, was natürlich auch entscheidend, um überhaupt eine Realisierungschance zu haben, dass Mensch sowas findet wie einen inhaltlichen Aufhänger, einen praktischen Anlass. Und in der Zeit des vergangenen Frühjahrs, also 2014, ging ja durch jede Gazette, durch jedes TV-Programm so die Diskussion um die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns. Und ein anderer virulenter Punkt ist die, mal von der Arbeitslosenversicherung abgesehen, auch wenn die anders und negativ, in negativer Art und Weise für Inhaftierte gilt, weil bei der Arbeitslosenversicherung nur so als Fußnote wird entgegen von Beschäftigten draußen, werden keine Wochenendtage oder arbeitsfreien Feiertage mit eingerechnet, sondern jeder real gearbeitete Tag. Das heißt, um überhaupt auf so einen ALG-1-Satz zu kommen, wenn ein Mensch irgendwann mal die Haftruhe hinter sich lässt, muss ein Mensch so durchschnittlich ein Drittel, ein Viertel mehr arbeiten, als das draußen der Fall ist. Es ist nur so ein Moment der sozial- und arbeitsrechtlichen Diskriminierung, die hinter Gittern stattfindet. Genau, zum Thema Mindestlohn. Da ist dann ziemlich schnell klar geworden, als wir uns dann so diese Vorfassung der Gesetzeswerke so anschauten. Hupsala, zum einen gibt es ja in der BRD das Zitiergebot, das besagt, dass irgendwie Recht oder Unrecht nur greifen kann, wenn es in irgendeiner Form schriftlich fixiert ist. Und in diesem Gesetzesentwurf und letztlich dann in der Fassung, die dann Gesetzeskraft erlangte, fehlt ein Klientel komplett. Es ist weder einer Übergangslösung unterworfen, noch ist es komplett ausgeklammert. Und das sind die inhaftierten Beschäftigten. Und wir reden hier halt nicht so, wie das dann pressemäßig zum Teil lanciert wird, leider auch von Menschen aus dem DGB-Apparat, hier von Einzelfällen, auch nicht von einigen hundert, auch nicht von einigen tausend, sondern wir reden hier von 40.000 bis 45.000 Beschäftigten, die dem staatlich sanktionierten Lohn- und Sozialdumping unterworfen sind. Und uns schien dann, dass das vielleicht der inhaltliche Aufhänger ist und der praktische Anlass, den schaffen wir uns selbst, indem wir uns einfach gründen und ganz minimalistisch, reduktionistisch einen Forderungskatalog aufstellen, der natürlich erstmal zentral für die Inhaftierten total lebensnah ist und vor allen Dingen auch eine hohe Anschlussfähigkeit in die Welt da draußen hat. Und das ist uns offenbar gelungen über diese Formel Einbeziehung der inhaftierten Beschäftigten in den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und die komplette Sozialversicherung. Und das dann primär die Einzahlung in die Rentenkasse entscheidend, weil
Inhaftierte zahlen nicht in die Rentenkasse ein, erwerben keine Anwartschaften auf spätere Rentenzahlungen, obwohl das in der Urfassung, und überwiegend ist das ja noch in Kraft im Bundesstrafvollzugsgesetz festgehalten wurde, aber immer unter dem Vorbehalt stand, dass ein Bundesgesetz erlassen werden muss, damit dann sozialversicherungspflichtige Abschirmung für Inhaftierte greift. Und das ist seit 40 Jahren nicht der Fall. Also von meinem Polit-Hintergrund, wenn ich das jetzt so von ganz, ganz, ganz weit außen betrachte und damit so konfrontiert werde, dass Menschen, die aus dem linksradikalen Milieu kommen, einen Forderungskatalog basteln, der erstmal nur zwei thematische Aufhänge hat und dann auch nur Aufhänge hat, die so in den Bereich des Sozialreformerischen gehen, maximal so liberaldemokratisch, sozialdemokratisch sind, dass erzeugt auch möglicherweise so innerlichen Konflikt. Und der ist extrem da. Aber zurückgeblendet auf die Knastverhältnisse ist das, was wir an anschlussfähigen Formeln kreiert haben und tatsächlich publik gemacht haben und auch fest verankert haben, gleicht das einer kompletten Umkrempelung des bundesrepublikanischen Strafvollzugs, weil er mit so einer Form von gewerkschaftlichem Gegenwind, der im besten Sinne des Wortes autonom ist, A, hat er den nicht vorgesehen, B, kann er damit auch nicht entsprechend umgehen. Es wird auch nicht gelingen, das in irgendeiner Form einzufangen. Und der andere Hintergrund ist, dass das Knastregime bekanntlich so strukturiert ist, dass es eben nicht zu einer Kollegialität kommt, zu Solidarisierungseffekten kommt, dass inhaftierte Menschen sich nicht fügen, sondern sich regen. Das kommt im Grunde sowas Ähnliches wie einer Sozialrebellion gleich. Aber wir als GGBO stützen uns ganz explizit auf die Koalitionsfreiheit, gucken ins Grundgesetz, in den Artikel 9 Absatz 3. Da heißt es ja so sinngemäß, dass da steht noch jeder Mann, die Möglichkeit hat, Vereinigungen zu bilden zur Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen, was dann de facto die Möglichkeit eröffnet, Gewerkschaften zu bilden. Darauf stützen wir uns, weil auch Inhaftierte sind Träger von Grundrechten. Der Apparat negiert das sehr, sehr, sehr häufig. Und da ja wiederum das Zitiergebot gilt und in keinem Strafvollzugsgesetz der Republik festgehalten ist, dass Inhaftierte von diesem Grundrecht ausgeklammert sind. Es gibt Grundrechte, von denen Inhaftierte ausgeklammert sind, beispielsweise die körperliche Unversehrtheit. Man glaubt es nicht, aber das ist so. Und es ist beispielsweise auch im Grundgesetz ein Passus fixiert, dass, und das steht da sprichwörtlich oder wortwörtlich drin, dass Zwangsarbeit bei Menschen, die unter Freiheitsentzug Diktat stehen, okay ist. Und das macht es natürlich wiederum auch komplett schwierig, sich dann auf das BRD-Grundgesetz zu beziehen, aber letztlich schafft das den Freiraum und den legitimatorischen Rahmen, den die Inhaftierten brauchen, um tatsächlich legal agieren zu können. Weil für Inhaftierte ist es total zentral, sich in einem Verband zu bewegen, der erstmal nicht inkriminierbar ist. Weil, und da muss man, denke ich, Haft auch erfahren, erlebt haben, Vollzugsbehörden haben mannigfache Möglichkeiten und Mechanismen, einem in der Haft das Leben nicht nur schwer zu machen, sondern so, wie auch die Kollegen aus Bremerförde geschrieben haben, diesen teilprivatisierten Knast, wo das Akkordregime auch nochmal ein ganz anderes ist, sprichwörtlich an den Rande des Wahnsinns zu treiben. Und das passiert jeden Tag, jede Minute und auch jetzt. Ja, zumindest hat sich gezeigt, trotz dieser sehr sanftfötig daherkommenden Forderungen, dass offenbar neuralgische Punkte getroffen wurden, weil sonst hätte das möglicherweise den Fortbestand der GGBO gar nicht möglich machen können. Und zum anderen belegen das auch die Reaktion von Apparatseite aus, weil die erste Reaktion, da sind wir so im Nachhinein total dankbar, der Justizbehörde oder der Anstaltsleitung in Tegel war, als dann die Initiative bekannt wurde, dass dann die Zellen von mir und von Mehmet geratzt wurden, dass wir dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet haben, so ein, zwei Journalisten, Journalistinnen erkannten, die das dann auch dann sehr schnell publiziert haben. Und einer der größtmöglichen
Schutzmechanismen für Inhaftierte ist die Öffentlichkeit, die uns dann auch ziemlich schnell zuteil wurde, auch wenn es dann eher erstmal in Anführungszeichen linke Spatenblätter so waren, die reagiert haben. Aber es hat schon ausgereicht, um uns einen gewissen Gestaltungsspielraum zu geben. Und den haben wir jetzt derart ausgeweitet, dass jede Attacke, die uns gegenüber praktiziert wird in den Dreckslöchern, nicht mehr unbeantwortet bleibt. Und das ist natürlich jetzt so eine Art auch von Ränkespiel, was stattfindet in verschiedenen Haftanstalten. Weil wir haben ja, um dann halt auch in den politisch interessierten Kreisen, sei es in gewerkschaftlicher Art, sei es Menschenrechtsorganisationen, also wir decken so das Spannungsfeld ab von liberal bis linksradikal, und dieser Pluralismus ist auch total wichtig. Und ich denke auch, die Gefangenenfrage ist eine bündnispolitische Frage, war es auch in den 70er, 80er Jahren, wo im Zusammenhang mit Hungerstreiks der Genossinnen und Genossen aus der RAF, aus dem Widerstand, auch bis tief ins ökumenische Spektrum hinein versuchten, Kontaktstränge herzustellen. Das ist erforderlich und das machen wir auch. Und an der Frage gibt es zumindest für mich politisch nichts zu kritisieren. Jetzt habe ich im Moment den Faden verloren, aber ihr habt ja zugehört, wo war ich denn gerade? Bündnispolitik, da war ich, genau. Und genau, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Weil so diese ganze Projektidee war natürlich anfangs auch gar nicht so im Detail auszufeilen, dass Mensch dann wusste, wohin das denn so führt, wenn Mensch dann anfängt zu laufen und sich zu bewegen. Es gab so zwischenzeitliche Überlegungen, weil dann ja doch ziemlich schnell so Kontaktstränge Richtung FAU stattgefunden haben, möglicherweise dann dort so aufzugehen als Sektion. Oder zu gucken, dass man, und das ist ja auch dann eigentlich auch so ein Wobbly-Thema, Knastarbeit, möglicherweise dort dann viel stärker sich zu verlinken. Oder zu gucken, dass man bei Verdi oder bei anderen Einzelgewerkschaften des DGBs irgendwie so eine Sparte findet, wo man unterkommen kann. Gut, dass wir keines der drei, also keine der drei Möglichkeiten gezogen haben, beziehungsweise hätte es auch viele, viele Schwierigkeiten bedeutet. Sondern dass wir uns als eigenständige kleine basisnahe Gewerkschaft verstehen und schauen, von unserem Standpunkt aus nicht nur Kontaktstränge herzustellen, sondern tatsächlich auch in Bündniskonstellationen unterwegs zu sein. Und da waren wir auch wieder auf der Suche nach anschlussfähigen Themen. Und da gibt es halt auch zwei ganz zentrale. Also zum einen, was die prekäre Situation der inhaftierten Beschäftigten und vor allem auch der Beschäftigungslosen, das heißt, du bekommst sogenanntes Sozialgeld, das sind 38 Euro, glaube ich, aktuell. Damit vor dem Hintergrund, dass man seine TV-Pauschale zahlen muss, mitunter eine Strompauschale, irgendwie Zigaretten will, braucht, Kaffee und so weiter. Das reicht vielleicht für 3, 4, 5 Tage. Gerade dann, wenn Menschen auch noch suchterkrankt sind, wurde es nochmal richtig kompliziert. Und das Feld prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglohnsektor, das deckt sich ja auch mehr und mehr mit Beschäftigten, die nicht in Haft sind. Und darüber haben wir dann halt versucht, so Verbindungslinien herzustellen, ja, um dann halt so das, wie wir das dann so formulieren, das solidarische Band an expliziten Punkten zwischen drinnen und draußen enger und enger zu knüpfen. Und der zweite große Themenblock ist das, was so mit diesem neumodischen Begriff des Union Busting so betitelt wird. Also sprich, die Verhinderung oder Bekämpfung oder Behinderung von, eines gewerkschaftlichen Aufbaus, Betriebsräte bzw. generell gewerkschaftspolitische Aktivität in den Betrieben. Und Unionbusting, knastspezifisches Unionbusting kennen wir natürlich auch. Also für nicht wenige sich exponierende Inhaftierte stellt sich das gerade in der Anfangszeit so dar, dass sie erstmal überhaupt keine Vorteile haben, sondern erstmal nur dem knastinternen Regime ausgesetzt sind und wir dann doch noch nicht die Organisationskraft haben, hier wird es nur in ein, zwei Knästen, wo das dann auch sofort beantwortet werden kann, sondern die sind dann erstmal damit konfrontiert, möglicherweise von der Arbeit abgelöst zu werden, weil es gibt auch keinen Kündigungsschutz für inhaftierte Beschäftigte, es gibt auch keine Lohnfortzahlung, Krankheitsfall. Es gibt Zustände, die man so früher so eigentlich noch so aus terroristischen, fordistischen Arbeitsprozessen so kennt. Und es gibt halt eine Insel, wo die sich über Jahrzehnte gehalten haben. Und das sind halt dann halt die JVA-Betriebe. Deshalb setzen wir ja da auch an. Es geht dann hin zu Postzensur, zu vermehrten Zellenrazzien, bis hin natürlich auch zu versuchen, inhaftierte, engagierte Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen im Knast selbst zu diskreditieren, indem dann geguckt wird, dass man eine bestimmte Clique von Inhaftierten gegen unsere Leute versucht aufzubringen und ähnliches mehr.
Das sind so diese beiden thematischen Felder, wo wir dann vor allen Dingen dann so gewerkschaftsorientiert versuchen, Bündnispartner, Partnerinnen zu suchen, zu finden. Das ist uns auch gelungen. Also wir sind zum einen Teil dieser sich mehr und mehr bildenden Arbeitsunrechtsstrukturen. Ursprung war ja so in Köln, in Berlin gibt es jetzt auch so eine Gruppe und da sind wir halt auch so dabei, trotz dieser im Grunde eigentlich gar nicht vorhandenen Kräfte mehr. Und alles, was so den Niedriglohnsektor anbelangt, sind wir halt auch mit Kollegen, Kolleginnen im Austausch und gucken, dass wir A, auch nicht inhaftierten Kollegen, Kolleginnen deutlich machen, oh, da gibt es noch ein Klientel, was auch nochmal unter ganz spezifischen prekären Arbeitsverhältnissen vegetieren muss. Und eigentlich ist das doch, Kollege, Kollegin, untragbar, dass dort prekäre Arbeitsverhältnisse offenbar nicht nur staatlich sanktioniert sind, sondern auch einfach sofort bestehen, weil sich niemand darum kümmert. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass es doch total drittrangig ist, total egal ist, wo prekäre Arbeitsverhältnisse existieren, ob nun drin oder draußen. Sie sind zu skandalisieren und letztlich aufzuheben und lass uns doch zusammenkommen. Und mitunter klappt das ganz gut, auch wenn sicherlich noch eine Menge Berührungsängste da sind und ich auch nicht prognostizieren kann, dass aus der GGBO irgendwie irgendwann mal, was auch viele, viele Hürden hat, eine wirklich dezidierte basisdemokratische Gewerkschaft wird, möglicherweise sogar eine unionistische oder syndikalistische. Ich hätte auch so aktuell vermutlich große Schwierigkeiten, Inhaftierten so das Modell des Syndikalismus oder Unionismus herzuleiten und die plausibel zu machen und zu erklären, genau das ist es jetzt so. Viel nachvollziehbar ist es, bei diesen Kernforderungen zu bleiben, darüber, über die Hebung der ökonomischen Klassenlage, Bewusstseinsbildungsprozesse auszulösen, und die lösen sich mitunter rasant aus, und zu schauen, wohin das Projekt sich selbst entwickelt. Und von daher ist der Ausgang total offen, sowohl in die Richtung, dass wir, also bundesweit gibt es etwa 200 Knastanlagen, also der Eindruck, das ganze Land besteht aus Knästen, und de facto ist es ja irgendwie auch so. Da haben wir noch sozusagen mit so ein bisschen Luft nach oben, und natürlich so von der Mitgliederzahl gibt es halt durchaus auch noch Luft nach oben. Aber es gibt, und das belegen so die Rückläufe, die wir aus den Knastanlagen haben, faktisch keine Haftanstalt mehr in der BRD, die nicht schon mal damit konfrontiert wurde, dass sich da so was Dubioses oder halb Dubioses Gewerkschaftspolitisches organisiert. Und einige JVA-Leitungen viel einbringen, damit sich GGBO-Strukturen nicht auch noch bei ihnen festsetzen. Weil, das ist vielleicht auch noch so als Fußnote ganz wichtig, es gibt so in den Strafvollzugsgesetzen ja so eine Art Betätigungsspielwiese für Inhaftierte. Das ist die sogenannte Gefangenenmitverantwortung oder Interessenvertretung oder Insassenvertretung, hat verschiedene Titel. Das ist im Gesetz verankert, besagt so sinngemäß, dass sich Inhaftierte doch einbringen mögen, dass sie Vorschläge machen möchten, dass sie auch hin und wieder angehört werden, so nach dem Motto, mit welchen Schokoriegeln der Automat für die Besucher, Besucherinnen so bestückt wird. Das ist natürlich nicht das, was uns thematisch vorschwebt, und das ist auch letztlich nicht das, was engagierte Inhaftierte interessiert, obwohl, das geben wir gerne zu, sich in diesen Gefangenen mit Verantwortung durchaus agile und engagierte Inhaftierte aufhalten und versuchen auch trotz dieser auch nochmal sehr, sehr, sehr engen Rahmenbedingungen im Sinne der Gefangenschaft ja, Knastpolitik zu machen. Aber jedwede Initiative muss von oben, sprich vom Apparat, abgesegnet werden. Und nun kommen wir quasi als Parallelstruktur wieder mit dem autonomen Stempel. Wir sind geschützt de facto vom Grundgesetz und bewegen uns auch ganz bewusst nicht im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes. Dann wollen wir uns ja selbst Ketten anlegen. Und das ist dann der eigentliche Clou an dem ganzen Projekt. Und damit haben die bundesrepublikanischen Vollzugsbehörden seit Jahrzehnten nicht rechnen müssen. Es gab immer mal wieder so kleinere Versuche. Also GGBO ist jetzt kein absolutes Novum, aber so in der Art und Weise, wie das konzipiert ist, wie sich das ausgedehnt hat, dann halt schon. Und sie werden früher oder später auf uns zukommen müssen. Und dann wird sich zeigen, wie gut die Verlinkung dann mit linken Strukturen, Basis gewerkschaftlicher Art ist und wie weit bis zu dem Zeitpunkt ja, so die Politisierungsprozesse innerhalb der Haftanstalten stattgefunden haben. Auch da so einfach zwei Beispiele. Also wir haben einen ziemlichen Schwerpunkt, was möglicherweise erstmal erschrecken will, weil ja dann so bestimmte Assoziationsketten hochkommen, in sächsischen Knästen. Also Sachsen ist total großartig in den Haftanstalten. Also wir haben da so einen Knast wie Zeithain, ist bei Riese.
einen Laden mit 400 Jungs. Da gibt es eine Handvoll von total aktiven Gewerkschaftern, die innerhalb weniger Wochen aufgrund dann ihrer, ich meine das sehr positiv, Propaganda und Agitation und dann auch aufgrund des Supports von Presse draußen, von unserer Arbeit draußen, mehr als ein Viertel der dortigen Inhaftierten im Rahmen der GGBO organisiert haben. Und ganz klar sind die Leitlinien, das ist Kollegialität, das ist Solidarität, das ist Emanzipation, das ist Sozialreform. Sozialrevolution können wir so nicht nennen, wir müssen das halt alles ein bisschen dosieren. Und ja, das verblüfft mich dann auch. Und richtig verblüfft bin ich dann. Das hat allerdings dann auch so ein bisschen damit zu tun, dass es so ein, zwei sächsische Landtagsabgeordnete von der Linksfraktion gibt, die sich sehr für die Inhaftierten einsetzen. Dass wir jetzt Anfragen aus sächsischen Knästen bekommen, hast du nicht was von Rosa Luxemburg und wir haben da irgendwie mal was gehört, können wir nicht Karten machen mit ihrem Konterfei und mit ein, zwei Sprüchen? Oder wir kriegen dann Anrufe mit dem Hinweis, Uli, hast du schon gehört, schrecklich, habt ihr schon gehört, es gibt in Sachsen den Versuch, inhaftierte Menschen, die keinen EU-Pass haben, keine Ausbildung mehr in den JVA-Betrieben machen zu lassen, weil diese Gelder für diese Ausbildungsprojekte aus dem sogenannten EU-Sozialfonds generiert werden und dass Menschen ohne EU-Pass davon nicht mehr profitieren sollen. Das kann nicht richtig sein. Was können wir dagegen machen? Wir haben schon die ersten Ideen. Wir machen was dagegen. Das ist unter anderem auch sächsischer Knastalltag, der ziemlich konträr steht zu dem, was ich auch so Assoziationsketten hatte. Dann, also vor dem Hintergrund der Population von inhaftierten Menschen sind so etwa 5-6% Frauen. Wir haben auch mehr und mehr Kontaktstränge in Frauenknäste. So da, wo das aktuell auch eine absolute rasante Entwicklung genommen hat, ist Willich 2. Willich ist eine kleine Ortschaft bei Köln. Dort haben sich drei Frauen sofort, als sie dann mit der Idee dann so in Berührung kamen, bereit erklärt, einfach auch mal so Namen nennen. Das ist Anja und Stefanie Meyer. Das ist ein Ehepaar, was im Knast geheiratet hat. Dann eine Petra Staudacher, die von ihrem eigenen biografischen Hintergrund noch niemals in solch einem Etablissement waren, noch niemals in solch einem Hinterraum waren und noch niemals eine Veranstaltung in solch einem Hinterraum wahrgenommen haben, aber für sich irgendwie klar haben, soziale Frage hintergeht, dann geht auch mich was an und ich tue trotz meiner schwersten Erkrankungen was dafür. Und was halt auch nochmal hinzukommt, ich kann es jetzt erstmal nur so feststellen, will es gar nicht großartig geschlechtsspezifisch irgendwie konnotieren, aber das ist eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo erstmal nicht eine Person auf uns zukam, sondern wo drei Menschen auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen das zusammen machen. Wie gehen wir das an? Und das hebt die Akteurinnen dort auch nochmal echt ein Stück weit ab. Und so wie wir das wahrnehmen, versuchen die nicht nur alles zusammen zu machen, sondern haben in dem größten Frauenknast in NRW jetzt etwa 40 inhaftierte Frauen von etwa 200 dort Einsitzenden im Rahmen der GGBO gesammelt und haben dann jetzt auch schon die ersten Pressekontakte eigenständig hergestellt. Es waren auch schon Journalisten, Journalistinnen dort, haben Interviews geführt. Es wird auch so in den nächsten Wochen so die ersten Erträge davon geben. Und das pusht die natürlich total. Ne? Und wir stehen kurz davor, in der Frauen-JVA in Chemnitz was zu initiieren. Und so könnte ich das jetzt unendlich fortsetzen. Nur noch vielleicht zwei Beispiele, um also diesen basisorientierten Ansatz auch nochmal klar zu machen, der natürlich aufgrund dieser Mauern, die zwischen uns liegen, nicht so ohne weiteres praktisch umsetzbar ist, jedenfalls noch nicht in dem aktuellen Stadium. Wir haben so zwei Projekte. Zum einen eine aktivierende Untersuchung. Das haben wir natürlich so aus dieser Autonomia-Bewegung geklaut. Da hieß das militante Untersuchung. Auf den Begriff Militanz habe ich jetzt in dem Zusammenhang verzichtet. Deshalb haben wir das aktivierende Untersuchung genannt. Das ist so ein kleiner Fragebogen. 7 Fragen sind das, der auch in der Outbreak dann unserer Postille zu finden ist, die auch gerne rumgegeben werden kann. Und wenn ihr da 50 Cent oder so noch übrig haben solltet, wäre es schön, ist aber ja keine Verpflichtung. Und dann auch so ein, zwei Zeitungsartikel. Genau, das ist ein Fragebogen, wo wir unsere inhaftierten Akteure, Akteurinnen gebeten haben,
einfach mal zusammenzutragen, welche externen Unternehmen lassen unter welchen Bedingungen in welchem Knastbetrieb produzieren. Wie sieht es mit dem Arbeitsschutz aus? Gibt es einen Einblick in Vertragswerke, beispielsweise zwischen der Landesbehörde XY und dem JVA-Betrieb XY? Also so eines unserer Lieblingsbeispiele, ist aber auch unendlich weiter aufzählbar, ist, dass in der JVA-Polsterei in Berlin-Tegel, das ist übrigens die größte BRD-weit existierende Polsterei, auch der größte Ausbildungsbetrieb, und die dortigen ausgebildeten Polsterer sind draußen sehr gefragt, weil die auch wirklich was können. Der hat beispielsweise die gesamte Bestuhlung des Berliner Abgeordnetenhauses gefertigt. Kann man jetzt natürlich auch sofort wieder kritisieren. Für uns ist natürlich jetzt erstmal ein Beleg, dass kein Ausschuss produziert wird, sondern dass wirklich Mehrwert produziert wird. Und damit müssen wir ja arbeiten, um zu dokumentieren, dass die Beschäftigten hinter Gittern Arbeitskräfte sind, dass ihnen der sogenannte Arbeitnehmerstatus zusteht, dass das wiederum eine Folgewirkung hat, dass das Betriebsverfassungsgesetz greift und wirkt, was natürlich auch wiederum eine ganze Kette von mehr Freiraum bedeutet. Das weiß der Apparat natürlich, deshalb würde es auch torpedieren. Aber er ist mit einer zumindest stärker werdenden Gegenkraft konfrontiert. Und im Grunde ist das ja auch so meiner Form der Retourkutsche so für diese 3,5 Jahre, weil das muss ich auch irgendwie verarbeiten. Und ich habe den Eindruck, dass das aktuell nicht der schlechteste Weg ist, so zu agieren, auch wenn alle anderen Wege auch weiterhin sinnvoll sind und gut sind. Aber ich versuche es jetzt erstmal so. Und der zweite Ansatz ist, dass wir so ein Antragsformular fertiggestellt haben, wo Inhaftierte eigenständig, aber das können Inhaftierte leider nicht kollektiv, sondern das müssen die eigenständig beantragen, ihren Mindestlohn einfordern gegenüber der JVA-Arbeitsverwaltung. Das wird natürlich abgelehnt, aber auch das ist wieder ein Stück weit Auseinandersetzung, die stattfindet. Inhaftierte Kollegen, Kolleginnen diskutieren darüber, füllen die Anträge gemeinsam aus, reichen die dann ein, wissen natürlich, dass das dann wieder auch wieder ein bisschen Gegenwind bedeutet vom Apparat, weil es ja wieder eine eigenständige Initiative von Inhaftierten, das ist ja nicht vorgesehen, du hast dich ja zu fügen, nicht zu bewegen und. Und das andere, was so eine beinahe tagtägliche Dynamik auslöst, sind natürlich dann so die internen Schikanen und Repressalien, die greifen. Also gestern Abend kam die Meldung aus unserem sächsischen Vorzeigeknast Zeithain bei Riesam, dass also unsere dortigen Sprecher Manuel Matzke und David Scholz, einfach auch mal so diese Namen hin und wieder mal oder viel stärker auch so in den Vordergrund zu rücken, weil letztlich sind das die, die mit den eigentlichen Rückwirkungen Tag ein, Tag aus zu kämpfen haben und nicht ich, weil ich bin ja in der relativen Freiheit draußen und kann mich ja auch entsprechend bewegen und auch möglicherweise entziehen. Das können die Menschen dort nicht. Die sind auch gleichzeitig in der GMV, also in dieser Gefangenen Mitverantwortung, was eigentlich eine ziemlich geschickte Verknüpfung ist. Dort sind vorgestern Wahlen gewesen und nachweislich hat der Apparat dort Wahlmanipulation vorgenommen. Bedienstete sind in Haftstationen unterwegs gewesen, haben gesagt, aber Matzke und Scholz wird nicht gewählt, das sind Störenfriede, die bringen hier nur Unruhe und Unglück. Das ist zum Glück natürlich, ich meine, es gibt nichts Korrupteres als der Knast, auch Bedienstete haben manchmal einfach Spaß daran, interner Inhaftierten mitzuteilen, die dann auch bewusst nach draußen dringen sollen. So ist das in dem Fall unter anderem auch gewesen. Und das ist jetzt in Sachsen in den nächsten 1-2 Tagen ein relativer Skandal, weil sich dann wieder 1-2 Landtagsabgeordnete eingeschaltet haben. Das bedeutet, dass wieder Inhaftierte sich bewegt haben, dass sie einen Missstand artikuliert haben, dass es Gegenwind gibt und dass das alles mehr oder weniger sich als Aktivität von und mit der GGBO abspielt. Und das ist auch gar nicht so falsch. Und deshalb war vorhin dann Kontakt mit der Sächsischen Zeitung, mit der Dresdner Morgenpost und die werden das halt entsprechend aufgreifen, daraus einen kleinen lokalen, regionalen Skandal machen. Morgen gibt es in der JVA, das sind die letzten Informationen, die wir gehört haben, so eine Krisensitzung von der JVA-Leitung. Die einzelnen Bediensteten, die an der Manipulation nachweislich teilgenommen haben, sind schon abgezogen worden. Ich meine, das kennen Inhaftierte nicht. Ja? Das sind so diese kleinen Beispiele, warum ich trotz meiner völligen Ermüdung, Überfrachtung und was mein körperlicher Raubbau so anbelangt, das so lange fortsetze, bis dann tatsächlich nichts mehr geht. Aber wir hoffen natürlich auch, dass gerade unsere Strukturen draußen größer und größer werden, weil wir sind gerade dabei und es gibt so 2 Bundesländer, da läuft es relativ gut an.
Da ja im Zuge einer Föderalismusreform 2006 der Strafvollzug nicht mehr Bundessache ist, sondern auf die Länder übertragen wurde und jetzt fast jedes Bundesland entweder dabei ist oder es schon formuliert hat, Landesstrafvollzugsgesetze kreiert. Die sind zwar so von der Tendenz her oft sehr ähnlich, aber es gibt auch immer dann so Nuancen. Deshalb werden wir mittelfristig versuchen, Landesverbände aufzuziehen, um dann halt auch der Dezentralisierung förderlich zu sein, auch der Regionalisierung, dass auch noch viel mehr Menschen, die sich auch dann durchaus exponieren wollen, sich einbringen können, um dann die Haftanstalten letztlich zum Politikum zu machen oder gerade auch die Arbeitswelt hinter Gittern. Das ist so ein ganz, ganz, ganz großes Projekt, was allerdings auch einen riesen, riesen Aufwand bedeutet und ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das so aufgeht, weil ich ja auch weiß oder festgestellt habe, dass wir eigentlich fast jeden Tag so Anfragen haben von Interessierten, sich irgendwie einzuklinken und dann passiert das, so wie wir es ja auch seit Jahrzehnten kennen, ein paar Wochen, ein paar Monate, dann bricht auch wieder ein Teil der Struktur ein, auch in den Haftanstalten, weil dann bestimmte Inhaftierte entweder verlegt werden, das ist natürlich auch ein typisches Spiel der Haftanstalten, besonders renitente Gefangene mal so ein bisschen zu verschuben und hin und her reisen zu lassen. Und das heißt natürlich für die auch wieder, dass sie wieder von Null anfangen müssen. Und aber ich glaube, wenn ich so in den nächsten 6 bis 12 Monaten es sich nicht einstellt, dass wir auch draußen wesentlich breiter aufgestellt sind, dann werden wir nicht nur stagnieren, weil das Projekt kann, glaube ich, gar nicht stagnieren, sondern Stagnation ist dann in dem Fall nochmal viel stärker auch so ein Rücklauf. Und es wäre verdammt schade, weil es ist auch völlig klar, also so ein Projekt innerhalb der nächsten 1-2 Jahre nochmal von Null so aus dem Boden zu stampfen, ist dann vor so einem Hintergrund einer Niederlage nicht ganz so einfach und wäre echt fatal und schade, weil die inhaftierten Beschäftigten, Beschäftigungslosen und die Solidarischen draußen sind dabei, ich will das gar nicht überhöhen, aber zumindest als Randnotiz erwähnen, sind gerade dabei, so ein bisschen gewerkschaftspolitische Geschichte zu schreiben und vor allen Dingen Geschichte zu schreiben, was den bundesrepublikanischen Strafvollzug anbelangt. Und da würde ich sagen, immerhin. Dankeschön. Ich würde einfach mal jetzt so Fragen, Antwortspiel etc. Ne? Kennt man ja. Einfach nur sagen, wir haben ein Aufnahmegerät da. Das läuft auch weiterhin. Wenn jemand nicht aufgenommen werden möchte, dann soll das bitte sagen, dann stellen wir es aus. Ja, ansonsten. Fragen und so. Notfalls habe ich auch welche, die mir schon immer fragen. Einfach einwerfen. Läuft das für die Gefangenen ohne Probleme, also ohne Zensur oder ähnliches, irgendwelche Missstände, wie jetzt am Beispiel des Einbriefes, nach außen zu tragen? Also die überwiegende Kommunikation findet tatsächlich so über so einen herkömmlichen postalischen Austausch statt. Wir haben regelmäßig Fälle, dass Post nicht ausgehändigt wird, angeblich niemals angekommen ist, niemals versandt wird. Es gibt da in Permanenz Blockadeversuche oder auch tatsächlich real wirkende Blockaden. Mitunter hat das auch schon dazu geführt, dass so in 1-2 Knästen der Kontakt de facto auch eingeschlafen ist, weil die Inhaftierten nicht mehr ganz genau wussten, liegt das an uns, liegt es an der Vollzugsbehörde. Und das ist natürlich auch ein hochgradig sensibles Feld, weil wir haben eh schon die Schwierigkeit, in den nur allerwenigsten Fällen und Situationen ganz zeitnah agieren zu können. Sondern in der Regel ist es immer eine enorme zeitliche Verzögerung. Und die Zeit in der Haft, die als sich verzögernd sozusagen empfunden wird, ist doppelt dreifach so lang, als wenn wir das so draußen fühlen würden. Und das blockiert tatsächlich. Und damit arbeiten die Vollzugsbehörden. Allerdings gibt es vermutlich keinen sozialen Ort, der korrupter ist als der Knast. Also ich meine, in Tegel muss allein für ein Haus müssen täglich 300 Gramm Cannabis-Produkte rein. Die müssen irgendwie rinnen. Aber es kommt ja mitunter auch anderes rein. Also was vielleicht dann sogar noch bekömmlicher ist, weiß ich nicht. Also das ist im Grunde ist das mit einem hohen Aufwand verbunden, aber die Kommunikationsmöglichkeiten sind dann auch schon ziemlich vielfältig und das ist auch kein Geheimnis. Nicht umsonst gibt es ja auch die regelmäßigen Razzien in den Trakten.
Ich würde mal so Pi mal Daumen tippen, ohne dass ich jetzt ein Geheimnis verrate, dass so in Tegel jeder zweite, dritte Inhaftierte irgendwie eine SIM-Karte hat, dass auf den Stationen Handys gebunkert sind. Also es gibt so eine schöne Statistik, dass ein sogenannter Haftraum, also nennt sich das im Vollzugsdeutsch, die meinen damit Zelle, es so auf 8 Quadratmetern etwa 200 Versteckmöglichkeiten gibt. Also auch diese Kreativleistung von Inhaftierten, das ist einfach mal anzuerkennen, das muss Mensch erstmal finden. Ja, und es ist wirklich großartig, also, was da geht und wie das praktiziert wird. Und mitunter gibt es auch keine Haftanstalt, wo es auch nicht, also wo es total üblich ist, dass auch einfach Sachen von Menschen, die vor der Knastmauer stehen, rübergeworfen werden. Und das wird dann halt einfach durch bestimmte Apparaturen dann aufgesammelt und Pausenmöglichkeiten. Aber wir als GGBO nehmen ausschließlich den herkömmlichen postalischen Weg, weil das ist ja das einzig rechtmäßige. Meistens treten Leute als Einzelpersonen mit euch in Kontakt und fragen, wie hier, ich habe von euch gehört, wie kann ich mitmachen oder sagt mir mal was. Genau, und dann, also, oder wie kommt auch, also wie ist der Kommunikationsweg und gibt es irgendwie Mitgliedschaft? Oder wenn du sagst, so und so viele Leute haben sich dann da und da oder Label irgendwie versammelt? Ja, also wir arbeiten auch so ein bisschen identitätspolitisch und in dem Falle finde ich das auch nicht falsch. Also so ein Mitgliedsantrag ist ja beispielsweise in der Postille da Outbreak zu finden. Auch auf den Flyern, stimmt. Und dann, wenn wir es schaffen, bekommen die Inhaftierten dann auch zeitnah so einen Ausweis. Wir stellen jährlich einen aus, um auch so ein bisschen zu gucken, wie sich so die Mitgliedschaft dann so verändert hat. Und Mensch, glaubt es oder nicht, was das für eine Wirkung hat, wenn diese Teile die Haftanstalten erreichen, rumgezeigt werden und darüber dokumentiert wird. Ich bin zwar inhaftiert, aber ich bin inhaftierter Gewerkschafter und inhaftierte Gewerkschafterin. Das ist ein ganz anderes Ding. Ja, und das ist dann sozusagen ein Rückgewinn von Autonomie. Vielleicht die Menschen würden das sicherlich für sich anders formulieren, aussprechen, aber das ist erstmal das Gefühl, was sich einstellt. Und deshalb bin ich ja dann auch zu so einem Wechsel von Kategorien gekommen. Also ich war ja, als ich inhaftiert war, mehr oder weniger aufgrund meines Polithintergrundes und aufgrund des Staatsschutzparagrafenwerkes so der mehr oder weniger einzige nicht-migrantische, linke, linksradikale politische Gefangene. Und da man mit der Kategorie keine Breitenwirkung in der Haft erzielen kann, gab es für mich natürlich da dann auch so Überlegungen, brauche ich so ein Etikett überhaupt? Im Grunde ist es ja auch so eine Mischung aus Fremdzuschreibung und Selbstdefinition, so ganz merkwürdig. Und die Kategorie, die wir jetzt entwickelt haben, ist A, total massenkompatibel und ist Gewerkschafter, Gewerkschafterin hinter Gittern. Und das nehmen die Leute an. Und ist total toll. Dein Kumpel da das Jurastudium abgeschlossen hat und ich würde es interessieren, wie er das gemacht hat. Also durfte ja raus, um mit da an der Uni umzusetzen oder wie ist das? Ja, also es gibt so ein etwa ein Dutzend Haftanstalten, die sind so koordiniert mit der Fernuni in Hagen, haben sowas Ähnliches wie so einen Schulraum, wo dann die ganz, ganz wenigen Inhaftierten die Möglichkeit haben, dann so ein Fernstudium zu absolvieren. Ich konnte das zwischenzeitlich auch. Nach meiner Zeit dann in einer Buchbinderei. Ist allerdings auch ein sehr fragiles Ding, weil du da auch dann jeder, also Mehmet ist jetzt auch schon vor einem Jahr abgelöst worden, weil da halt so eine Machenschaft da so im Gange war, wo ihm was nachgesagt wurde, dass er da kommunikationsmäßig Missbrauch begangen habe und seitdem ist er auch ohne jeglichen Erwerb in der Haft. Aber gut, das ist ein Teil dessen, was hier eingeht. Genau, und da kannst du dann halt die entsprechenden Studiengänge absolviert und Jura. Und da gibt es noch so eine saarländische Uni, die das in Haftanstalten partiell auch macht. Aber es sind bundesweit, weiß ich nicht,
paar Dutzend Leute, die solche studieren. Und für so einen Langzeitinhaftierten hat sich das dann auch, also diesen Raum auch dann irgendwie irgendwann erkämpft. Ne? Gut, in 20 Jahren hast du ja auch fast jeden Betrieb durch. Ja? Der war in der Druckerei, in der Setzerei. Ich meine, der JVA Tegel ist eine Fabrikanlage. Der JVA Tegel hat 14 handwerklich orientierte Betriebe. Ja, und ja, irgendwann durfte er dann auch studieren und hat dann ja, autodidaktisch sich dann einen Kenntnisstand erworben, mit dem er jetzt unter anderem auch gewerkschaftspolitisch, gewerkschaftsrechtlich arbeitet. Ja. Was für ein Auswahlkriterium ist das denn, wer da jetzt studieren hat? Naja, zum einen gibt es dann schon Eignungstests, die dann auch von dieser Fernuni dann so gemacht werden. Ja. Und dann, was so in meinem Fall war, war das öffentlicher Druck. Ja. Also ich habe mich da halt entsprechend beworben. Dann ist das natürlich abgelehnt worden, irgendwelche Schubladen und dann vertagt. Da gab es ein, zwei Presseartikel. Das hat dann schon ausgereicht. Dann so ein, zwei Fürsprecher, Fürsprecherinnen, die, und damit muss ein Mensch als Inhaftierter dann auch arbeiten, dann entweder ein Abgeordnetenmandat haben oder ein ganz wichtiger Jurist oder Juristin sind. Und das kann dann schon helfen. Nicht immer, aber kann helfen. Aber ob ich dann, da ich ja noch ein großes offenes Verfahren offen habe, wegen vermeintlicher tatsächlicher MG-Nachfolgeschaft, falls ich dann wieder mal einquartiert werden sollte, ob ich dann nochmal studieren darf, das weiß ich nicht. Also glaube ich kaum. Aber gut, ich habe ja dann auch ganz andere Sachen dann an die vor. Ich muss ja dann auch an die Werkbank mit und ja. Du hattest die Druckerei oder die Fabrik JVA Tegel irgendwie angesprochen. Ne? Gab ja im August von euch ein Angebot, glaube ich, an die JVA Tegel, die Druckerei noch zu übernehmen, genau. Weil es doch einfach die Effizienz ja nicht wirklich gewährleistet ist irgendwie und die Auslastung ja gewährleistet, also wie sagt man, ja, ihr könnt euch auslasten. Das war so halb spaßig gemeint, natürlich schon mit einem ernsten Kern. Also A kannte Mehmet die Druckerei in- und auswendig und weiß auch, was dort, also die Druckmaschinen laufen ununterbrochen. Und zwar zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz wird alles, was so in amtlichen Behörden an Druckvorlagen zu finden ist, vom Aktendeckel bis hin zu irgendwelchen Untermietsverträgen oder so, wird in der VA-Druckerei hergestellt. Natürlich nicht zu Tarifen, die Druckereien draußen aufrufen, sondern da greift dann wieder der Billiglohn. Das sind dann so haushaltsinterne Umschichtungen, die stattfinden, die auch nicht publik gemacht werden. Und wir haben dann festgestellt, weil es ja so einen Haushaltsplan gibt, wo ja so ein paar Sachen dann schon veröffentlicht werden müssen, dass in den letzten Jahren die JVA-Druckerei, obwohl Tag ein, Tag aus die Maschinen heiß laufen, hochgradig defizitär ist. Und dann war dann so Mehmets Idee, und das spricht dann auch wieder für ihn, hat er sich dann hingesetzt und überlegt, wie das dann so macht, und dann entwickelt er was, und dann ist das auch nicht nur, hat das nicht nur so Hand und Fuß, weil im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist es ja angezeigt, zu sparen und auch bestimmte Zweige abzustoßen, wenn sie nicht rentabel sind. Wir haben es für uns natürlich entsprechend umgedreht, satirisch gewendet und gemeint, wenn ihr das nicht schafft, versuchen wir, diesen Betrieb gewerkschaftlich zu organisieren. Wir garantieren unseren Beschäftigten mindestens den Mindestlohn, absolvieren die Aufträge, die sowieso Tag ein, Tag aus eingehen. Allerdings rufen wir, um dann auch keine Konkurrenz für Druckereien draußen zu sein, wie für Hinkelstein oder so, dann ortsübliche Tarife auf. Ja. Und wenn ihr das Projekt eingeht, dann ist es eine regelrechte Pionierleistung, hat sogar die JVA dann auch noch was davon. Die haben natürlich nicht darauf reagiert, aber zumindest hat es eine gewisse Publizität gehabt und ist dann im Kern schon auch ernst gemeint, weil es geht ja um Selbstorganisierung und letztlich dann auch um eine Selbstorganisierung logischerweise der Beschäftigten und dass Beschäftigte das ohne Werksleitung und vor allen Dingen auch ohne Vollzugsbehörde besser machen können, ist ja auch völlig klar. Von daher liegt das komplett auf Linie der GGBO. Ich habe vielleicht nochmal irgendwie, weil ich hatte ja so ein, zwei Passagen von einem Inhaftierten vorgelesen und über Umwege, um es einfach mal so plastisch zu machen, haben wir dann auch aus dieser teilprivatisierten Haftanstalt so ja, Originalbelege. Das sind jetzt so Lieferungsscheine. Also ich komme ja auch irgendwie so vom Fußballsport ursprünglich. Das habe jetzt zwar mit dem Verein gar nichts zu tun, aber in Bremer Förde
werden so Merchandise-Artikel des FC Bayern München gebastelt, verpackt und dann steht hier hinten Empfänger Rewe und an Rewe ausgeliefert und dann dort ins Verkaufsregal gestellt. Und hier geht es um Wackelboxer, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Das ist der Wackeldackel, bloß ein Boxer, der dann so ein PKW ist hinten auf der Ablage, wackelt. Total originell. Aber damit werden wir jetzt dann auch mehr und mehr dann so die Fußballclubs konfrontieren, weil es ist kein Einzelfall. Also ich glaube, kaum ein Bundesligist, der nicht über irgendwelche Subunternehmensstrukturen seinen Merchandise-Kram unter anderem auch in den Haftanstalten fertigen lässt oder zumindest verpacken lässt, um das dann entsprechend in den Handelsketten liefern zu lassen. Und der Kollege hat mal so einen Originallohnschein, ist natürlich jetzt viel zu weit, um das zu sehen. Also es ist ja so, dass die sogenannten Vergütungsstufen 1 bis 5 so in etwa besagen, dann muss man allerdings schon die Vergütungsstufe 3 haben, dass das Vergütungssalär 9% des Durchschnitts der Einkommen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ausmachen soll. So eine ganz merkwürdige Bezugsgröße, die sich der Apparat da hat einfallen lassen. Vor ein paar Jahren waren es noch nur 5%, da hat mal ein Inhaftierter sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt, das war glaube ich 2002, da ist es von 5 auf 9 erhöht worden. Und da sind da auch verschiedene Inhaftierten dran, da an dieser Schraube zu drehen. Und dieser Mensch, von wo ich ein, zwei Passagen vorgelesen habe, der ist ja schon an sich sehr renitent, dass er da in diesem Knast die Akkordbedingungen nicht mitmacht, sondern sich nur zu Zeitlohnbedingungen ausbeuten lässt. Dafür kriegt er dann aber auch nicht die Lohnstufe 3, sondern nur die Lohnstufe 2. Und das sind auch nicht mal dann die 100% dieser 9% Bezugsgröße, sondern nur 85%. Und der Herr hat dann bei 40 Wochenstunden in der Woche 183,43 € raus, also nicht mal 200 Euro. Und da gibt es ja nochmal so einen Aufteilungsschlüssel zwischen Eigengeld und Hausgeld. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Letztlich hat er dann neben dann weiteren Abzügen, weil es gibt ja auch keinen Pfändungsschutz für inhaftierte Beschäftigte, hat er dann 77 Euro und ein bisschen, um seinen Monat zu bestreiten. Und ja, also die soziale Frage hinter Gittern ist total virulent und ja, da sind wir, glaube ich, an dem richtigen Punkt. Oder dieser teilprivatisierte Knast in Bremervörde ist ja von so einem großen Immobilien- und Baukonzern errichtet worden, besteht jetzt seit 2,5 Jahren und die Berichte, die wir haben, der Bau ist derart schnell hochgezogen, es ist jetzt schon alles rissig, es regnet rein, also der hält auf jeden Fall nicht so lange, wie leider die JVA Tegel gehalten hat. Und das Interessante ist, dass dann selbst dieser Bauherr diverse Unternehmen beauftragt, in seinem Namen dann produzieren zu lassen oder Textilien herstellen zu lassen. Und das ist dann halt so ein weiterer Lieferschein. Und ja, das erreicht uns. Damit arbeiten wir dann. Haben wir dann jetzt Anfang der Woche dann die PM rausgegeben zur Betriebslandschaft in Niedersachsen. Und die dann auch pressemäßigen Resonanzen hatte ich ja vorhin so ein bisschen angetippt. Und das ist auf jeden Fall so eine Zielwirkung, die wir dann zumindest erreicht haben, dass diese Parallelwelt Knast, die ja eigentlich hermetisch abgeriegelt sein soll, doch um einiges löchriger geworden ist. Und ja, das ist das Ergebnis des Engagements solcher und ähnlicher Inhaftierter. Vielleicht noch so ein bisschen, kann man mal, also, wie kann man Sachen von euch verfolgen? Also ich denke mal, einschlägige Presseseiten etc. Das führt ihr, aber so, was publiziert ihr, was habt ihr vor? Wie so, was sind so eure? Also wir versuchen irgendwie noch vor Jahresfristen eine dritte Outbreak so herauszugeben. Das Material ist total da, aber es fehlt damit unter einfach so die Kraft. Dann so über diese ganze Facebook-Kiste, was so eine gewisse Medialität dann so auslöst, dann wirklich viel Veranstaltungen machen. Also ich glaube, ich habe seit November letzten Jahres, habe nicht mehr gezählt, 35, 40 Veranstaltungen so gemacht und der Wahnsinn hört auch gar nicht auf, weil also diese ganze Gewerkschaftsinitiative hat auch im Nicht-BRD-Rahmen Wirkung hinterlassen, dass es jetzt dann von Mitte bis Ende Oktober
eine Informationstour durch drei österreichische Städte geben wird. Auftakt ist dann in der ÖGB-Buchhandlung mitten in Wien. Ist natürlich auch wieder so vom Akzeptanzgrad her und auch ein bisschen einfach so setzen. Total wichtig und gut. Dann gibt es so Verzahnungen mit einer gefangenen Gewerkschaft aus Argentinien, der SUTPLA. Eine total lustige Formation, so eine Mischung aus ehemaligen Fußball-Hools und soliden Berufsverbrechern und dann gleichzeitig aber auch Teil eines eher Mitte-Links orientierten Gewerkschaftsdachverbandes, der CTA. Dann haben die Wobbys ja seit anderthalb, zwei Jahren ihre Gefangenenstruktur wieder reaktiviert. Da gibt es auch gute Kontaktdrähte. Oder zur syndikalistischen Gewerkschaft Schweden, der SAK, die haben so etwa 25 Inhaftierte. Dann gibt es so eine linke NGO in der Türkei Nordkurdistan, die überlegt, so dieses GGBO-Modell auf türkisch-kurdische Knäste modifiziert natürlich zu übertragen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das ist eigentlich zu viel. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Du meintest, dass es auf 9% erhöht wurde vom BGH. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe das untergelesen und da sind relativ viele Formulierungen drin, die aber auch anstoßen, das in nächster Zeit nochmal zu erhöhen. Ja. Siehst du das in nächster Zeit passieren? Ja, das war dann so. Also ich habe ja mit dieser ganzen Juristerei ja auch wenig bis gar nichts zu tun, aber das ist dann aus unserer Sicht wieder wichtig, weil es heißt, dass diese 9% von dieser Bezugsgröße gerade noch so verfassungskonform seien. Und das liegt jetzt auch schon wieder 13 Jahre zurück. Das heißt, dass das eigentlich wieder auf die Agenda müsste und da sind auch durchaus Kräfte dran, das auf die Agenda zu packen, dass es möglicherweise darüber dann so eine Erhöhung gibt. Das ist natürlich wieder so eine Auseinandersetzung so im engen juristischen Bereich, aber für inhaftierte Beschäftigte wäre das halt auch wieder ein Teilerfolg und ist auf jeden Fall total sinnig, auch an dieser Schraube zu drehen. Ja. Du hattest vorhin noch erwähnt, so, dieser Bezug draußen drin, also irgendwann Gefangene dann auch vielleicht auch mal entlassen oder so, ne? Also sind da die Überlegungen oder auch Mechanismen, halt so eine Bindung irgendwie auch weiterhin zu schaffen oder halt auch so eine Identifikation damit und aufrechtzuerhalten? Also wir sind ja ganz bewusst auch innerhalb und außerhalb der Haftanstalten präsent und existent. Das ist auch ganz und ganz wichtig. Das ist keine reine Knastgewerkschaft, sondern es hat inhaftierte, nicht inhaftierte Kollegen, Kolleginnen, die sich auf das Themenfeld Arbeitswelt, soziale Frage hintergeht, dann so fokussiert haben. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck dieser Übung. Das ist deshalb auch immer wieder auch zu betonen, weil ja so von Vollzugsbehördenseite versucht wird, uns zu unterstellen, dass wir das, was im Strafvollzugsgesetz über diese gefangene Mitverantwortung als institutioneller Betätigungsrahmen für Inhaftierte vorgesehen ist, dass wir den förmlich unterspülen würden mit unserer Initiative. Können wir aber gar nicht, da wir ganz anders konzeptioniert sind und ein großer Teil der Aktivität ja auch außerhalb der Haftanstalten stattfindet. Und deshalb werden wir mit dieser Argumentation auch nicht durchkommen, auch wenn wir es gerne hätten. Und dann ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt einige Inhaftierte, die dann entlassen wurden, wie Thomas Brockmann, der so in Bayern jetzt die Sache koordiniert. Ein Linkspartei-Mitglied, hochgradig agil, sehr regelmäßig in der Haft, in der Regel Ersatzfreiheitsstrafen, Schwarzfahren, bestimmte Rechnungen nicht zahlen können, was ja auch mehr und mehr Menschen betrifft. Der ist gleich nach der Haft sofort aktiv geworden. Andere Inhaftierte, die das dann in der Haft uns gegenüber so kundgetan haben, was sie es unbedingt machen wollen, haben es halt nicht gemacht. Ist aber total nachvollziehbar, weil, also wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, einen Ausweg zu suchen, zu finden, hätte ich den vermutlich schon längst genommen, um aus der Nummer auch wieder rauszukommen. Weil es gibt schon so ein Bedürfnis, also wirklich auch physisch Abstand vom Knast haben zu wollen, ne? Weil ich bin ja da auch nicht raus. So. Ich bin ja, glaube ich, noch verschränkter mit der ganzen Situation aufgrund der tätigen Korrespondenzen und auch der sonstigen Beschäftigung damit, als ich möglicherweise in Tegel war. Also die letzten Phasen von Ruhemomenten hatte ich in Tegel, als die Hütte zu war und ich mal wieder lesen konnte. Ja.
weitere Frage wird irgendwie, oder ich weiß nicht, was ich noch vergeben. Vielleicht bist du ja noch einen kurzen Moment hier oder so. Ich weiß nicht, ob du die Bahn noch bekommen, aber. Pardon? Vielleicht musst du die Bahn bekommen. Ja, ja, aber. Bin ich noch. Ansonsten danke ich mich halt total dafür. Ne? Also, vielleicht auch noch mal einen Appell an alle, die hier sind, so ein bisschen auch die Arbeit weiterzuverfolgen und vielleicht sogar eine Soli-Mitgliedschaft vielleicht in Erwägung zu ziehen, um die Sachen ein bisschen zu unterstützen. Bedanke mich auf jeden Fall total und ja, hoffe, dass wir noch mehr hören und das alle durchhalten und es immer mehr werden. Auf jeden Fall. Ich danke dir, euch. Ja. Danke. Ihr hörtet einen Mitschnitt der Infoveranstaltung zur Gefangenengewerkschaft vom 1. Oktober 2015 im Café Kralle.